Basti hat ja hier angeblich meinen 84er Thunder gefangen. Ja! Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, die Blätter werden langsam bunt und wir sind an einer kleinen Talsperre. Zusammen mit Basti probieren wir heute unser Glück auf Raubfische, auf Zander, Barsche und Hechte und nehmen euch dabei mit. Viel Spaß! Da ich persönlich an diesem Gewässer hier noch nie war, aber schon gesehen habe, dass das Gewässer relativ trüb ist, werde ich meine Köderselektion beschränken. Das heißt, ich werde nur ein, zwei verschiedene Gummifische probieren und ein, zwei Hardbaits, da das Wasser wirklich sehr, sehr trüb ist. Und ich denke, dass die Fische auch am Tag auf den Hardbait reagieren können. Ich starte jetzt erstmal mit dem Gummifisch. Hier vorne ist die erste Stelle und jetzt geht's los. So, da haben wir den ersten kleinen Übeltäter auf dem Gummifisch. Hat relativ lange gedauert, wir sind jetzt bestimmt schon anderthalb Stunden hier, aber immerhin der erste Fisch. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt ein bisschen hin und her probiert, morgens haben wir es mit Wobblern auf Zander probiert, jetzt ein bisschen mit Gummifisch auf beide Fischarten. Jetzt kam der erste Hecht, im Gewässer sind auf jeden Fall beide Fischarten und Basti fischt weiter mit dem Gummifisch. Bei mir bleibt es auch der Gummifisch, der hat eben den Fisch gebracht und dann arbeiten wir uns jetzt mal Stück für Stück vom flachen ins tiefere Wasser. Ja, eine Sache, die wir auch in unseren Vorbereitungslehrgängen im Themenbereich Gewässerkunde thematisieren, ist die Umwälzung von solchen Gewässern im Herbst. Wir haben im Herbst immer relativ viele Stürme und dadurch, gerade dass hier auch das Wasser nicht ganz so tief ist, wälzt sich der Wasserkörper im Kompletten einmal um. Das heißt, die Temperatur hinten im Flachwasser ist relativ identisch zu der Temperatur hier im Tiefen. Das sind maximal 1 bis 2 Grad Unterschied, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt. Und das ist auch der Grund, warum der Futterfisch sich noch im kompletten Gewässerkörper verteilt hat. Deswegen, ich hatte das vorhin schon gesagt zu euch, sucht die Raubfische, verweilt nicht zu lange an den Stellen und guckt einfach, wo ihr aktive Fische findet. Fisch. Ja, der zweite Fisch, aber super, super klein. Der muss definitiv noch ein bisschen wachsen, aber hat gebissen wie ein großer. Also hat wirklich gut reingehämmert. Das Wasser ist tatsächlich auch noch nicht so kalt. Wir haben jetzt Anfang, Mitte Oktober, es fängt so langsam an sich abzukühlen, aber wir sollen heute wieder 18 Grad bekommen, von daher ist da schon noch viel Dampf da. Naja, schauen wir mal. Ja, das ist übrigens der Köder, der mir die beiden Fische gebracht hat. Ein relativ schlanker Gummifisch mit einer braunen Farbe und einem orangen UV-Bauch. Das ist eine Farbe, die ich liebend gerne zum Zanderangeln nutze, aber für das Hechtangeln natürlich auch ganz gut ist. Und als Schickkopf noch eine Besonderheit, schöne Grüße an Louis übrigens, ein schöner orangefarbener, UV-aktiver Kopf des Jighakens. Es gibt dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Reiz und hat jetzt schon für die zwei Fische gesorgt, auch wenn die natürlich noch sehr, sehr klein waren. Ich angle hier im Übrigen an einer Stelle, die sehr, sehr zugewachsen ist. Also ich muss bei jedem Wurf, egal in welche Richtung ich werfe, immer wieder aufs Neue gucken, wie ich werfen kann. Und gerade das sind natürlich die Stellen, die die meisten Angler meiden. Deswegen probiert es an solchen Stellen doch immer mal aus. Die Wurfweiten sind meistens natürlich nicht so pralle, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht wie an normalen Stellen auswerfen kann. Ich habe hier oben Äste, habe an der Seite Äste. Deswegen sind es meistens etwas stärkere Unterhandwürfe oder hier einfach so von unten ein bisschen rausgeschlänzt. Aber das hat gereicht, wie man gesehen hat, zumindest für den kleinen Hecht. Mal gucken, ob noch was steht hier. Ja! Aber volle Kanne, ja. Inhaliert das Ding, ey. Geht weh. Jawohl. So, jetzt gab es endlich mal einen Hecht für mich auch, erster Fisch. Und ja, der dritte Hecht jetzt hier am See. Schöne Rakete, war mal ein schöner Einstieg. Und auch den Köder komplett weginhaliert, den müssen wir jetzt erstmal rausoperieren. Genau. Aber Petri dir, schön, freut mich. Jawohl.
So, nach dem Hecht sieht man jetzt hier, dass das Vorfach angeraut ist, weil der Fisch tatsächlich etwas überbissen hat und somit mit den Zähnen, mit seinen scharfen Zähnen in das Vorfach gekommen ist. Das heißt, jetzt kann ich ganz einfach die Stärken von dem No-Not-Verbinder ausnutzen, wechsle einfach das Vorfach und mache ein neues drauf. So, ich will euch jetzt mal zeigen, wie ich meine Vorfächer an der Hauptschnur befestige. Und zwar bin ich immer zu faul, dort einen Knoten zu machen, wenn mir das Vorfach reißt oder wenn ich meine Rute montiere und die Hauptschnur durch die Ringe gefädelt habe. Ich arbeite da einfach mit Knotenlosverbindern. Die habe ich dann direkt an meinen Vorfächern schon befestigt, habe da 10 Stück immer mit dabei, falls mir mal einer abreißt, um es einfach zu tauschen. Der Vorteil ist, die Tragkraft ist nicht durch einen Knoten gemindert, denn das Ganze heißt ja No-Knot-Verbinder. Hier ist quasi kein Knoten vorhanden. Und man legt quasi einfach eine Schlaufe mit der Hauptschnur, fädelt diese um den No-Knot-Verbinder, wickelt die dann 7 bis 8 Mal rum und zieht sie wieder einfach durch die obere Öse und fertig ist das Ganze. Geht ruckzuck, wenn ihr das Vorfach wechseln müsst, wenn ihr die Rute früh montiert. Deswegen meine Empfehlung, No-Knot-Verbinder. Bei diesem Übergang vom Sommer in den milden Herbst, den wir jetzt haben, gibt es eine Taktik, die wir verfolgen. Und zwar beangeln wir die Spots immer nur kurz und punktuell. Wir haben heute Morgen in einem etwas flacheren Bereich gestartet und haben in der aufgehenden Morgensonne gesehen, dass die Weißfische und damit auch der Futterfisch, der Hechte, Zander und Barsche, sich überall auf dem Gewässer verteilt. Das ist für uns insofern problematisch, dass wir nicht wissen, wo die Raubfische sich dann punktuell hinstellen. Deswegen haben wir es wirklich so gemacht, haben uns Stellen gesucht, dort kurz geangelt, 10 Würfe, 15 Würfe und dann wieder versetzt. Und so sind wir auch zum Erfolg gekommen heute. Am Anfang im Flachen hatten wir nicht so den Erfolg, dann kam der erste im Übergang vom Flachen ins Tiefe und jetzt haben sich die Fische hier wieder gut verteilt, wieder im Flachen gefangen. Basti, sein Fisch jetzt hier wieder im tiefen Bereich. Im Hintergrund seht ihr vielleicht auch die Staumauer. Aber das können wir euch als Tipp auf jeden Fall mitgeben. Wenn ihr nicht wisst, wo die Raubfische sich befinden im Moment, weil sich der Futterfisch noch zu sehr im Gewässer verteilt, dann angelt die Spots schnell ab und arbeitet euch Stück für Stück nach vorne zum Fisch. Der gewünschte Zander ist es am Ende dann leider doch nicht geworden, aber ich denke, Basti, wir können uns mit dem Ergebnis absolut zufrieden geben. Du warst 6, 7, 8 Jahre nicht an dem Gewässer, ich war noch nie hier und ich denke, wir haben uns heute hier gut durchgearbeitet, sind fast 2-mal um den See gelaufen und am Ende mit 3 Fischen, ja, bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Drückt auf jeden Fall die Glocke, abonniert, liked, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao.